Hallo ihr Lieben, Pega hier. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute Never Tales 2 im Spiegel des Bösen weiter. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir jetzt hier zu tun haben. Spielen. Ach ja, genau, da waren wir ja stehen geblieben. Wir wollten ja zu Maria. Ne? Was haben wir denn bei? Seltsame Substanz und eine Heckenschere. Und Gier sitzt da immer noch. Okay, wir düsen jetzt erstmal zu Maria. Oh, du hast Maria gefunden. Ja, tatsächlich. Ach, sie hat ein neues Haus. Beim letzten Mal ist das ja da hinten. Das stand ja da hinten. Na gut. Jetzt kommt die Katze reingeschlichen. Okay. So. Dann nehmen wir erstmal das mit, ne? War eigentlich... Ja, bis auf das haben wir jetzt. Komm, packen wir es auch noch eben hin. Da. Gut. Was haben wir hier? Der Teppich sieht ja merkwürdig aus. Ist das ein fliegender Teppich? Achso, hier hatten wir ja Notizen noch. Wo waren wir denn da? Das hatten wir noch, ne? Alice Lieblingsbuch erzählt die Geschichte der ersten beiden Reisenden, Malek und Benefor. Ich habe nachgelesen, wie sie ihre magischen Fähigkeiten entdeckt haben. Okay. Wir sind jetzt hier. So, da. Okay, hat sich noch nichts getan. Gut, dann... Marias alte Hütte steht immer noch am Strand. Naja, sie liegt eher. Naja, gehen wir zu Maria. Well, I was expecting you. I sensed a disturbance all over Tailworld. Belle, ich habe gespürt, dass du kommst. Was kann ich für dich tun, Belle? A monster took Alice? That is horrible. I will do anything I can to help. Ein Monster hat Alice entführt? Das ist ja schrecklich. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Nett, Maria, nett. Evil always leaves traces behind. You found something, didn't you? Show me. Das Böse hinterlässt immer Spuren. Du hast etwas gefunden. Stimmt's? Lass es sehen. Lass sehen, nicht lass es sehen. So, bitteschön. Ah. This is hardened lava, and it comes from a volcano near here. I see a man. He is in pain. I'm losing focus. Quickly, child, help me fill the gaps in the vision. Alles wird unscharf. Wir sollen ihr jetzt helfen. Okay, dann klatschen wir das. He is being punished for something. Er wird für etwas bestraft. Ja. Wo ist denn? Ach, da. Da. Yet he was once very powerful. He is Malek. Er war einst sehr mächtig. Es ist Malek. Malek the Great was once a powerful traveler. Aha, okay. One of the first two, in fact. Einer der ersten beiden, um genau zu sein. Also ein starker Reisender. No one knows why he went mad. Niemand weiß, warum er wahnsinnig wurde. He was imprisoned in the volcano by his own brother, Benefor. But true evil rarely stays contained. Okay, Benefor hat ihn eingesperrt. It seems that Malek is behind everything. The monster that took Alice, the quakes, it is all his doing. Benefor hat ihn da in den Vulkan gehängt. Malek scheint hinter allem zu stecken. Das Monster, das Alice entführt hat, das Erdbeben, das ist alles sein Werk. But if he escaped from his imprisonment, we are all in great danger. Wenn er sich aus seinem Gefängnis befreit, dann sind wir in großer Gefahr. You must hurry. The way to the volcano is too treacherous. Use my magic carpet.
Beeil dich, der Weg zum Vulkan ist heimtückisch. Nimm meinen magischen Teppich. Hab ich doch nur gesagt, dass es ein fliegender Teppich ist. Na dann komm, Teppich. Im ersten Teil sind wir schließlich auf dem Pegasus geritten, ne? Gut, haben wir sonst noch was hier, bevor ich jetzt hier losfliege? Hin. Huch. Das alte Hütte, ja, ja, was haben wir da? Der Vulkan ist so weit weg, um zu Fuß dorthin zu gehen. Ansonsten ist hier jetzt nichts. Okay, dann gehen wir auf den Teppich. Aber auch nicht. Müssen wir den Teppich erst zusammen puzzeln? Na gut, dann puzzeln wir mal den Teppich zusammen. So. So. Schön. Okay. Lass uns fliegen, Teppich. Los. Na, kommst du wohl. Na. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ach, da oben. Okay. Flieg, kleiner Teppich, flieg. Oh no, Malik's gone. Maybe he left something behind. Oh nein, Malik ist weg. Vielleicht hat er was zurückgelassen. Na gut, dann gucken wir mal. Ach du Schande, was ist das? Stelle Malik's Träne her. Okay. Die Hände aufzubrechen. Vielleicht kann ich es herausziehen. Ja. Sonst noch was? Was hat denn das? Was war das? Superhirn. Spiele 5 Minuten. 5 Minispiele in Folge ohne Überspringen ab, okay? Ist definitiv etwas. Glühwürmchen. Ja, einfangen kann ich die Dinger noch nicht. Aber hier noch. Malik's Träne ist in die flüssige Lava gefallen. Müssen wir jetzt mit dem Teppich dahin? Nee. Können wir denn hier irgendwas liegen? Nee, da nur das. Wir haben ja nichts, also muss das ja irgendwie gehen hier, ne? Aha. Fast geschafft. Na, nochmal. So, dann haben wir das Teil. So. Ist in die Lava gefallen. Jetzt hier. Was? Ach Mist, das habe ich jetzt nicht gelesen. Warte mal. Ach, die muss ich jagen. Na komm, komm, komm. Rüber da. Gehst du wohl. Na komm. Na, gehst du da. Nein, dahin. Dankeschön. Der Stalaktit ist in die Lava gefallen. Okay. Kristallsplitter. Ja, und nu? Ne? Flüssige Lava, flüssige Lava. Nö. Das denn jetzt einsetzen, verdammt. Was hat er gezeigt? Irgendein Stein. Zusammen. Ach, in die Lava werfen. Und jetzt krieg ich die gleich fertig wieder, oder wie? Okay. Okay. So, jetzt habe ich die Träne. Hat ein Tränen für mein Kristall gebildet. Vielleicht weiß Maria, was damit auf sich hat. Ja, gut, dann können wir ja jetzt wieder gehen. Was auch immer.
You found a crystal? Powerful spells, thoughts, and emotions can sometimes take crystal form. Show me. Du hast einen Kristall gefunden? Starke Zauber, Gedanken und Gefühle können manchmal die Form von Kristallen annehmen. Lass sehen. This is one of the four book world catalysts. Das ist einer der vier magischen Kristalle der Buchwelt. These catalysts can stop Malik's spell. They are the key to saving your daughter. Diese Kristalle können Maleks Zauber brechen. Sie sind der Schlüssel, um deine Tochter zu retten. A special artifact crafted by the mechanical gnomes can be used to activate their powers. Ein spezieller von den mechanischen Zwergen hergestellter Artefakt sorgt dafür, dass ihre Zauberkraft aktiviert wird. This is the first of four catalysts you must find. Place them each into the artifact to break Malik's spell. Das ist der erste der vier magischen Kristalle, die du finden musst. Füge alle vier magischen Kristalle in das Artefakt ein, um Maleks Zauber zu brechen. Entschuldigung. Okay. Die einzigen Zwerge, von denen ich weiß, befinden sich im Wald hinter unserem Haus. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir in den Wald kommen. Ach, stopp. Nein. Oh nee. Tja, das war's. Zumindest mit dem extra Kapitel. Ich hab das blöde Ding vergessen im Vulkankrater. Mist, verdammt. Na gut, dumm gelaufen. Grrr. Och, Menno, und zurück können wir jetzt nicht. Aber wir haben den Teppich und den magischen Kristall. Naja, immerhin. Ach, Mann. Erst gucken, dann. Das ärgert mich jetzt aber. Ja, dumm gelaufen. War meine Schusseligkeit. Ist immer noch ein... So, ich muss jetzt da irgendwie rüber, ne? Hier? Ach, Teppich, ja. So. So. Na super. Hilft dem Gnomen, ihre Arbeit zu erledigen. Ja, da ist das nächste. Naja, wir versuchen sie trotzdem, die restlichen wenigstens zusammenzusammeln. Was haben wir hier? Ach, Katze! Okay, weiter geht's. Was war das jetzt mit ihm? So. Offensichtlich hat er sein Lesematerial verloren, okay? Diese kleinen Symbole kann ich kaum erkennen. Zwerge verstecken ihre wertvollen Schätze gerne zu Hause. Ja, wenn ich da lies, was auf der Schriftrolle steht und die Tür wird sich öffnen. Wie war das? Sag Freund und tritt ein. Nee, noch nicht. Hier ist jetzt nichts, ne? Ich bin nur Teil der Zwerge. Was haben wir hier? Das können wir eintüten. Da müssen wir noch ein anderes Teil finden, weil wir den niedlichen Zwerg hier wieder zusammenbauen müssen. Ja, da fehlt ja was. Gut, das ist da. Dann haben wir hier. Was haben wir hier? Pinsel. Na, immerhin. Auf dem Bild versucht ein Zwerg, einen Holzflock in das Herz des Ungeheuers zu rammen. Ist da ein Bogen nicht effektiver? Naja, gut. So. Na, komm her. So, das funktioniert nicht. Okay, später dann wohl. So, das.
Mehr haben wir jetzt nicht, ne? Nö. Ja, müssen wir mal weiter marschieren. Okay, da ist noch einer. Huch! Halt! Stopp! Okay. Nehmen wir den mit. Ein unglaublicher Blick. Wunderschön. Ach, haben wir den nicht schon mal gesehen? Ja, mit denen hatten wir doch geredet, ne? Oder? Ja, in dem... Ach, in dem Zusatz, ne? So, Pinsel kriegt der und... Ja gut, da fehlt ja noch irgendwas. Liegt hier noch was rum? Na gut, dann brauchen wir noch Farben, ne? Aber in dem Zusatzkapitel haben wir doch mit denen geredet. Das Zusatzkapitel, das wir diesmal nicht kriegen. Ach, ich ärgere mich. Naja, es nutzt ja nichts. Wenn ich dem Zwerg ein Stück dieses Astes gebe, schnitzt er vielleicht etwas daraus. Ja, dann nimm doch. Nö. Tut sie nicht. Er wartet nur darauf, etwas zu schnitzen. Ach, ich hammel. Wie wär's denn mal so? So, jetzt. Gott. Ich stehe aber auch heute auf der Leitung. So. Der Maler hat alles, was er braucht. Ich kann gerne helfen, das Gemälde fertig zu bauen. Dann mach mal gelb. Dahin. Dann mach mal rot. Dahin. 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 Da. Da. Ne, alles andere ist gelb, ne? Dann nimmst du gelb und malst die Kirche an. Dann nimmst du grün und malst das da an. Und das da ist lila, okay. Dann malst du das da an. Schön, fertig. Na, dann mach mal auf. Was haben wir da? Ah, das Teil. Den Entwurf, huch. I have to stop Malek before our entire world falls apart. Muss Malek stoppen, bevor er die ganze Welt zerstört. Ja, eine Figur hat er ja schon zerlegt. Die Erdspalte ist riesig. Es hat das Tal in zwei Hälften geteilt. Ich hoffe, die Bewohner der Stadt ist nichts passiert. Gott, da zischen aber auch Blitze dadurch, ne? Okay, da ist nichts mehr. Ja, dem müssen wir noch was zu schnitzen geben. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt einmal hier hin. Na, ach so. So. Ah, und da haben wir jetzt ein Wimmelbild. Was? Ach, müssen wir den jetzt zusammenbauen? Müssen wir die Teile finden? Okay. Ja, erstmal ein Kopf. Mütze. Bart. Augenbrauen. Hose. Da sind Augenbrauen. Da war ein Dings. Pippi. Noch ein Pippi. Eine Säge. Möchte mit dem Besen. Holzbrett. Zwei Arme. Ja. Da ist der Rumpf. Hände. Hände. Zwei Füße. Schuhe. Zwei Arme, ne? Was haben wir denn hier noch? Da ist ein Messer. Ach, da oben. Da ist aber auch ein Arm und da ist eine Hand. Nix. Was war das? Ein Schuh. Okay, da ist noch ein Arm. Es fehlt noch ein Händchen, ein Schuh.
Ein Schuh und eine Hand, oder wie? Nein, nur noch ein Schuh. Ein Schuh, ein Schuh, ein Schuh? Schuh, Schuh, Schuh? Schuh? Meiner, da ist keiner. Da ist nix. Da! So, das müssen wir jetzt. Ich muss den Rest finden. Ja, welchen Rest denn? Achso, noch so ein Holz. Ach, so ein Holz. Knüppel. Ach, da oben ist einer. Muss ich den Zwerg zusammensetzen? Okay. Schuhe. Als Beine. Voll. Ah, Umf. Arme Hände. So. Fertig. Komm mit. Zwerg. Ja. Ach so, die Axt. Gut. Ja, die beiden Zwergenwald und Tal der Zwerge haben wir jetzt. Axt, Moment. Axt. Ast ab. Geht's hier? Ihm. Okay, dann gib den Holzflock her. Weil wir ja jetzt Vampire jagen. Was ja ein Werwolf ist. Nutzt nur nicht viel, aber gut. Okay. Symbole sehen aus wie auf der Tür des Zwergenhauses. Ach du Schande. Okay. Kriegt er die oder muss ich die jetzt nutzen? Okay, sie schreibt sie auf, immerhin. So. 4, ne? So, und dann? Offensichtlich hat er Lesematerial verloren. Ja, hätte ich ihm jetzt die Lupe geben sollen? Ich ja nicht. Aber hier. Hm?